Wer kennt ihn nicht, den Tatzelwurm, diesen Halbdrachen mit dem Kopf einer Raubkatze und dem Körper einer Schlange? Wo sich die Wassermassen des Auerbachs in eine wenige Meter breite Klamm ergießen, da soll er leben. Schon von Weitem hört man das Donnern des herabstürzenden Wassers und sieht die aufsteigende Gischt. Aber den 95 Meter hohen Wasserfall selbst sieht man erst, wenn man unmittelbar davor steht. So entstand wohl schon vor 750 Jahren die Legende vom Tatzelwurm. Denn wer in die Schlucht stürzte, konnte nicht entrinnen, sondern wurde vom Tatzelwurm verschlungen. Hinter dem Dudelfeld zweigt westlich der Tatzelwurmkehre ein Weg nach Süden ab. Dort liegt auf 800 Meter Höhe ein großer Wanderparkplatz. Unser Hinweg führt über die Schneelahnehütte zum Brünnsteinhaus und von dort über den kleinen Klettersteig auf den Gipfel. Dann steigen wir über den Normalweg ab zur Himmelmoosalm, überqueren einen Pass zur Seelacher Alm und gelangen von dort wieder zur Schneelahner Hütte. Der Brünnstein gehört zum Mangfallgebirge. Er ist ein sich in Ost-West-Richtung erstreckendes Kalkriff, das nach allen Seiten steil abfällt. Das Brünnsteinhaus liegt auf 1360 Meter Höhe am Fuße des Brünnsteins. Es wurde auf Betreiben von Dr. Julius Meyer 1894 von der Sektion Rosenheim erbaut. Direkt an der Hütte beginnt der nach dem Erbauer genannte Weg, ein leichter Klettersteig auf den Brünnstein-Ostgipfel. Die Gipfel des Mangfallgebirges wie Wendelstein, Rotwand und auch der Brünnstein bestehen aus hartem Wettersteinkalk. Denn vor 200 Millionen Jahren lag das Gebiet des heutigen Mangfallgebirges in einem flachen tropischen Meer. Dieser Ozean besaß entlang des Kontinents flache Lagunen, die durch Korallenriffe vom offenen Wasser getrennt waren. Als Afrika infolge der Kontinentaldrift gegen den europäischen Urkontinent drückte, wurde der Meeresdruck zerbrochen und die Korallenriffe zu den heutigen Gipfeln geformt. Auf dem 1619 Meter hohen Ostgipfel steht eine kleine Kapelle, die unserer lieben Frau in Audorf geweiht ist.
Im Innern sieht man die gekrönte Gottesmutter, gesäumt von zwei Engeln, wie in der Heimatkirche unserer lieben Frau in Oberaudorf. Nach Osten liegen die beiden Ketten Zahmer und Bilderkaiser. Nach rechts schließen sich die Kitzbüheler Alpen an. Im Südosten erkennen wir den Pentling und dahinter die Hohe Salve. Dominanter Gipfel im Süden ist das Treinsjoch. Rechts davon folgt das Tal zum Ursprungspass. Da das Wetter sich schnell verschlechtert, machen wir nur eine kurze Pause und steigen auf dem Normalweg ab. Bald sind wir auf der Himmelmoosalm. Hinter der Himmelmoosalm ist sehr trocken, sodass hier viele Lärchen anzutreffen sind. Hinter dem Pass dagegen ist es nass, wie der Pestwurz anzeigt. Der Abstieg über die Forststraße geht schnell. Von der Schneelahne Hütte blicken wir noch einmal zurück auf den Brünnstein. Und schon sind wir wieder am Parkplatz. Ausklingen lassen wir die Tour in Gaitau bei Kaffee, Kuchen, Schorle und Weißbier. Jetzt mal schauen, ich bin auch